Hallöchen, Leute. Es ist ein kleines Missgeschick passiert bei der letzten Aufnahme, also bei der Aufnahme gerade eben. Ist irgendwie WoW abgekackt und Fraps natürlich auch. Ist irgendwie komplett eingefroren. Und da hat es mir irgendwie die Fraps-Datei irgendwie verrissen. Das sind 8 Minuten, die am Anfang fehlen. So viel Großartiges ist da auch nicht passiert. Die Audiodatei ist komischerweise noch da. Die könnte ich jetzt hinten direkt jetzt spielen, aber das wäre blöd. Man sieht da ja nichts. Also deswegen, da fehlen halt jetzt 2 Quests oder so. Also da bin ich, glaube nur durch ein Minenfeld gegangen und habe da irgendwie was eingesammelt und das war's und glaube ein paar Monster gekillt und das war's dann auch schon. Deswegen geht's jetzt hier gerade weiter nach den 8 Minuten. Es ist nicht viel passiert, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Okay, dann geht's jetzt weiter und sorry, sorry, sorry. Hoffentlich passiert das nicht wieder. Okay, jetzt geht's los. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, was los war, also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum ist da oben jetzt der Sound weg? Ich check's nicht. Naja, na gut. Ich habe keine Ahnung, was gerade da los war. Jetzt stimmt die FPS auch und ja. Musste den PC neu machen. Also schnell neu starten, dann ging alles wieder. Hat sich komplett aufgehangen. Ist mir noch nie passiert. Noch nie. So. Versklavter Sohn von Art Kurak irgendwie töten. Und machen wir das jetzt? Schieß eine Rakete ins Gesicht. Okay, dann werden wir das jetzt auch mal tun. Voll in die Fresse rein. So ein Stinkebold, eins über die Rübe braten. Und dann denke ich, ist es auch rucki-zucki erledigt hier. Komm, du ekliger Riese. Feuer! Und tot. Tja, ich denke mal, das war schon hat's. Ja, hat sich erledigt jetzt. Oh, ich darf hier nicht runterfliegen, das wäre nicht so cool. Ich laufe lieber über die Steine und guck, dass mir auf die Fresse haut. Okay, eigentlich geile Bahn, aber ich gehe mal rumfahren. So. Mit so einem Chopper. Choppity, chop, chop. Choppity. Choppity. Und ich muss mein Zeug unbedingt loswerden. Hui. Coole Sache. Okay, jetzt müssen wir wieder hier hin. Herz von diesem identifizieren, oder was? Laufen wir mal da oben entlang. In diese Minen will ich ja nicht unbedingt wieder reinlaufen. So, wir sind jetzt hier schön versteckt. Tarnschild. Tarnschild. Jetzt müssen wir uns sogar in World of Warcraft tarnen. Ob es glaubt oder nicht. Aber mal schauen jetzt, wohin es uns noch führt jetzt. Wir schleichen uns hier durch die ganzen Gesteine oder was das alles ist hier. So. Ruinen. Und ich denke mal, da müssen wir hin. Ja, toll. Das hat es jetzt gebracht, diese Quest. War ja jetzt echt übergenial. Ja, und jetzt? Brauche nicht mehr getarnt sein. Ich laufe jetzt hier und mache noch schnell das hier an. So, können wir 15 Sekunden schneller laufen. 50% nämlich. Wäre eigentlich für immer sehr gut. Zumindest bis wir Level 20 sind. Und dann auch reiten können. Wäre auf jeden Fall mal sehr, 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 sehr praktisch, wenn wir. Aber das geht noch ein bisschen.
So, jetzt gehen wir diese unnötige Quest natürlich wieder hier oben ab. Bekommen, naja. Ich sag jetzt mal, Intelligenz ist nicht gerade unbedingt das, was wir brauchen, aber ist trotzdem besser wie unsere Altes, also ziehen wir an. Ah ne, wir brauchen Intelligenz, doch, sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir zum anderen Vogel wieder zurück. Laufen, laufen, laufen. Man merkt direkt, wenn die FPS nur ein bisschen 3 FPS unter 30 geht. Aber warum, frage ich mich manchmal. Ist doch nur WoW, ne? Aber die alte Grafik, die kann auf jeden Fall sehr mogeln. Die kann auf jeden Fall mogeln. So, wo ist denn dieser Kleine? Hier rein oder hier? Hier. Sehr gut, sehr gut. So, Gefreiter, Wurstkaster, Kester. So, jetzt hätte ich gerne mal ein paar geile Quests. Wie wär's, Leute? Was geht ab, Alter? Und du, hübsche Frau? Nur Mistquests hier. Naja. Markierung abgelesen und Artefakte borgen. Aha. Da lauf mal mit, kleine Gnomin. Ist so ein Gnom, oder? Ist kein Gnom. Goblin. Ah. Ich hab's nicht so mit den Namen, ne? Deswegen Gnom oder Goblin. Obwohl Goblins noch ein bisschen geiler sind. Habe ich aber übrigens auch bis jetzt nur ein paar Mal angefangen, aber immer wieder gelöscht. So, jetzt geht es erstmal den Geist an den Kragen. Na gut, ein Geist hat ja eigentlich auch gar keinen Kragen, aber. Ausnahme Willenskraft ist jetzt gerade ein bisschen geschwächt, aber es soll uns ja nicht wehtun. Feuer! Feuer! Was willst du? Bam! Ich muss jetzt hier schön sie verteidigen, bis sie sie auch erledigt hat. Komm jetzt! Du tust mir weh, du tust mir weh, du tust mir weh. Bam! So, ich denke mal, eins ist ja schon mal erledigt von drei. So, hier haben wir schon mal ein Artefakt. Inventar ist wieder voll. So ein Mist-Scheißdreck. Ich weiß ja nicht, wo ich es verkaufen soll. So ein Mist. Da ist nochmal ein. Sehr gut, sehr gut. So kann es weitergehen hier. So, geborgene Artefaktle. Ah, wenn ich heute nicht so ganz auf dem Damm bin, ist weil es ist schon sehr spät jetzt. Aber ich wusste jetzt auch echt nicht, was ich anderes machen soll und dachte, ich komm, nimm's da halt auf, damit man lückenlos an Diablo weitermachen kann. Das ist ein ganz seltsamer Geist hier auf jeden Fall, aber uns interessiert nur die Verteidigung von diesem komischen Ding hier. Da ist er schon, der erste komische Vogel. Der zweite ist auch schon da. Kriegt er auch gleich nochmal eins über die Rübe. Du Scheißgeist, und von hinten will er auch. Bist du für eine Drecksau? Nimmst du mir von hinten oder was? Bam, und in die Fresse rein. Und nochmal. Und nochmal. Und
Nochmal. So, jetzt die Frage. Da drüben ist, glaube ich, noch einer. Glitzert hier irgendwas? Ja, ich habe was gesehen. Jetzt wird der uns aber auf den Senker gehen. Deswegen knocken wir ihn am besten gleich um, damit er uns schon mal nicht nervt. Ich meine, ist ja auch so der Sinn der Sache hier. So, drei Hammer schon mal. Da vorne ist der vierte. Hier. Okay, jetzt müssen wir dort zum westlichen Markierung hin, um dort halt noch weiter auszulesen. Die Frage ist nur, hier musste noch irgendwo so ein Teil rumliegen. Was soll's, wir hätten schon irgendwie irgendwas was oder ins Gesicht springen. So, da haben wir es auch schon. So, haben wir fünf Stück jetzt erledigt. Und jetzt kommt noch einmal hier westliche Markierung ablesen und dann passt die Sache nämlich auch. Da ist schon der Erste, der auf die Schnauze will. Und wenn er unbedingt eine Schnauze will, dann kriegt er dann auf die Schnauze. Bam! Jetzt sind wir Stufe 15, das freut uns natürlich sehr. Ich hätte eigentlich jetzt nachschauen müssen, was ich am besten für ein Ding nehme. Talent. So, jetzt die Sache erledigt. Jetzt schauen wir mal. Wächter der Natur. Wenn ihr einen Angriff erleidet, dass eure Gesundheit um 30% senkt, wird euer maximale Gesundheit 10 Sekunden lang um 25% erhöht und eure Bedrohung gegenüber den Angreifer verringert. Dieser Effekt kann nicht öfters als einmal alle 3 Sekunden auftreten. Tod im Steinbollwerk beschwört für 3 Sekunden ein Erdtote mit 10% der Gesundheit des Zauberten zu dessen Füßen, das ihm ein Schild gewährte, 10 Sekunden lang 182 Schaden absorbiert und anschließend alle 5 Sekunden zusätzlich bis zu 45 Schaden absorbiert. Okay. Astralverschiebung. Sucht Schutz durch teilweise Verschiebung der Elemente. Wir nehmen Astral. Nein, wir nehmen das Bollwerk. Hört sich nicht schlecht an. Und sonst, wann kriegen wir unser Feuerdingsbums? Feuertotem. Totem für Heilung. Erdung. Hey, die wollen uns doch alle verarschen. Ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir ein Erdtotem. Ich glaube, hier läuft irgendwas gerade richtig heftig falsch. Irgendwas läuft hier falsch. Es kann doch nicht sein, dass wir noch kein Feuer hier. Totem des Feuerelementars, das ist was anderes. Erdstoß, Totem, Energiespeicherung. Totem des glühenden Magmas. Totem der Verbrennung. Achso, da haben wir es ja. Also mit Stufe 16 kriegen wir es endlich. Scheint mir auch ein bisschen komisch zu sein, dass das so spät ist, auf jeden Fall. Könnte man auch schon vorher sehr gut gebrauchen. Naja, Blizzard wird sich wahrscheinlich wie immer nichts dabei gedacht haben. So, gehen wir mal die Quest ab dort. Die Quest geben wir ab. Wir haben es erledigt. Bin doch mal gespannt, was wir hier sonst noch alles so zu tun kriegen. Und wohin der Weg uns da mit Level 15 hinführt. Mit Level 20 dann, okay.
Dann werden wahrscheinlich noch so 5 Level hier in Ashara verstreichen lassen, bevor wir uns irgendeinen anderen Weg widmen. Aber wo eigentlich denn? Ich denke mal, könnten wir Steinkrallengebirge. Ist aber gerade auf der anderen Seite, also. Ja, mal schauen. Bis wir dort sind, geht es noch ein paar Folgen. Wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, drückt dann einfach auf Stopp bei YouTube, ne? Mich interessiert's nicht. Aber Fakt ist, irgendwas spinnt hier schon wieder. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, okay? Irgendwas spinnt hier gerade heute oder bei World of Warcraft oder sonst irgendwas. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, okay? Nächste Aufnahme, okay? Wir wärmerten. Ah, ist gerade eh eine Folge. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge.